Ach so, die entdecken eine Falle und dann rennen die weg, oder wie ist das? Ja, du musst das ja schon ein wenig tricky machen, ne? Hä? Eine Falle wurde ausgelöst. Hast du ihn doch, oder? Die sind aber weggerannt. Vielleicht hättest du ihn vorher nochmal mit der Schaufel betäuben sollen. Ach, das kann ich. Ja, das dürftest du wohl. Christian, wie läuft dein Sex? Super. So. Okay. Ich hab halt keine Falle, darum geht's. Ach so, okay. Nee, keine Schaufel, so rum. So, okay, dann musst du dir irgendwie einen Trick ausdenken. Oh, guck dir das Wurmbaby an! No. Oh Gott, ist das klein. Ich sehe das kaum. Und schon ist es groß. Können die auch Sex machen? Also so richtig Inzest und nicht so Pseudo-Inzest? Keine Ahnung. Hm. Was machen die da gerade? Die lecken. Ach. Ah. Oh, guck mal, die sind auch verliebt. Inzest. Oh, mein Kind ist erwachsen. Er muss poppen. So, jetzt haben wir drin erstmal wieder Action. Ah, wollen nicht zugucken. Ich will auch mal so ein Minispiel haben. Aber haben wir nicht hier irgendwie... Ja, die kommen gleich wieder raus. Gib mir noch mal ein bisschen Zeit. Die beiden Kais mögen sich nicht mehr. Da bist du wieder. Da. Wo ist unser Inzestwurm? Da vorne. Hallo Mami! Oh Mami, du siehst heute so anders aus. Ei zugestellt. Da ist Liebe. Du scheiß Schnecke! Ah, ich habe auch endlich mal das Minispiel. Wollte ich auch mal Zeit. Kannst du auch noch mal zeigen hier. Willkommen beim Techtelmechtelmin. Es heißt, ich glaube, ja, auf haben alle gewartet. Mit der linken Maus, mit der linken Taste einfach durch. Das ist aber auch schwierig, ne? Maustaste sein, das gab's auch für den PC, das Spiel. Was? Das Spiel gab's auch für den PC, es könnte die Maustaste sein. Gab's den zweiten Teil auch für den PC? Das war den auf jeden Fall den ersten. Du jederzeit die Y-Taste. So, ich hab irgendwas gefangen. Die Würmer sind immer noch geil. Achso, das bist du gerade. Ja. So, ich hab sie zum Vögeln gebracht. Glaube ich. Sag mal, das sind echt produktive Würmchen. So, dann erklär's mir mal weiter. Ich hatte jetzt so ein Viech gefangen. Was machen? Ja, jetzt musst du einfach wieder zurück zu uns. Bin ich. Und dann jetzt auf die Postfrau gehen. Im Dorf. Dorf. Das Ding mit der Postfresse. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, und dann kannst du sie irgendwo platzieren. Gott, hier ist alles voll. Die wollen unbedingt Süßigkeiten. Die haben alle Ausrufezeichen mit Süßigkeiten. Die fressen sich gerade gegenseitig, Nico. Das ist ja furchtbar. Die schlachten mal Wirbel. Wir haben davon eh so viele. Nico? Aber die können sich doch noch paaren. Ja? Du darfst mal hier unser neues Tierchen präsentieren. Ganz unten. Ich schlachte gerade Wirbel. Was ist das für ein Viech? Löwenzahn? Töten? Oh mein Gott! Was machst du denn da? Das ist ein Löwenzahn, das brüllt alle Pinatas an. Den machst du tot. Da ist er den Kopf verloren. Komm hier runter, Nico. Ja, ich bin doch schon da. Mach ob. Mein Gott. Alles stirbt hier. Kiste abschicken, Schokomünze hinzufügen, entfernen, Nachricht bearbeiten. Wie kann ich sie denn öffnen? Achso, mit der Schaufel natürlich. Draufhauen. Ich helfe mal. Und, ich hab grad ausgeholt. Und jetzt? Was ist denn das? Geil, ich glaube, zerschlagen war nicht gut. Zerschlagen war voll die dumme Idee. Gut. Voll neues. Quackberry! Oh, guck die dir an. Ich dies, tschüss. Hallöchen! Seht ihr mal, der Teich. Ja, wegen dem Teich. Guck mal. Danke, Kai, super. Oh. Gottes Willen. Zwei Level brauchen wir noch. Da, hier, die können sich wieder paaren, das mache ich gleich mal. Diese ewig geilen Würmer, du. Geiles Würmchen. Wir haben hier übrigens noch ein Hindernis. Wir können auch ein Hindernis bauen. Für 1000 Münzen, das mache ich mal. Ja, Hindernis, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Der ganze Garten ist ein Hindernis. Was macht er jetzt? Ach nein, der macht das Hindernis weg von der Spinne, die so geheult hat vorhin. So.
indem er den Daumen hebt. Mensch. So, ich sammle jetzt mal ganz viele Herzen an, mit den geilsten Sex aller Zeiten haben. Meinen Glückwunsch. So. Und los geht's. So, ich platziere nochmal hier eine Falle. So, die sind jetzt richtig rattig. Und wurmig, bitte. Wurmig. Was will Willi? Achso, der macht die Falle. Der Alka steht Mauer da weg. Setzt dann nochmal so einen Köder drauf. Wow, er hat geschnippt und das Ding ist weg. Wirklich? Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Sorry, ich hatte gerade. Nein, nicht den Bonbon essen, den braucht mein Würmel. Oh, ihr Ficker. Diese Kai Juniors und Kais, die regen mich auf, ich schlachte eins. Würmel 8 kann ich auch schlachten, das ist ja hier alles. Das sind viel zu viele. Aber Nico. Lauf, meine Würmchen, lauf! Ah, da kommen die Vögel und essen sie vorher auf. So, guck mal, hier haben wir einen Bonbon. Guck mal hier, meine Würmchen. Wir müssen einen Wurm wegschicken. Nein! Wir haben gerade 6. Das sieht man doch. Ja, die wollen nur, nicht. Dass die Vögel gerade Kai Junior fressen. Der Wurm hat sie gerade voll gefressen. Also, dieser Vogel, ne? Den bringe ich jetzt um. Das geht mir langsam auf den Nerv. Aber der Vogel, dir ist schon klar, dass er jetzt zu uns gehört? Er musste die fressen. Musste. Warum so haben die denn jetzt schon wieder Sex? Meine Fresse, ich muss doch einen Wurm wegschicken. Kannst du das Baby nehmen? Der frisst aber gerade alle auf. Ja, dann tötet. Hast mal wieder keinen Garten unter Kontrolle. Ne, eigentlich nicht. Kann ich nicht. Was ist hier eigentlich los? Der frisst alles auf. Das totale Chaos. Was tut ihr da? Die fressen sich alle gegenseitig. Ein Piñata ist krank. Oh Gott. Werf mal den Arzt. Was ist denn hier dieses... Ach, die Vögel schon wieder rum, Mann, ey. Wir brauchen mehr Süßigkeiten. Und was ist das hier eigentlich? Der scheiß Frosch. Was ist eigentlich mit dem Frosch? Warum bleibt er nicht? Wo hüpft er hin? Weg. Oh, der... Ja, da sagt sich jetzt so. Der will mehr Wasser. Kai, du Arsche, ob damit. So, seid ihr fertig, ihr Ficker? Meine Fresse. Ei zugestellt, ja. Als hätten wir nicht schon genug von euch Inzestwürmern. So, wir haben nur noch 2. Ja, ich habe auch alle geschlachtet. Ja. Aber es sind immer noch die Senioren. Die produzieren und produzieren und wundern sich, dass da nichts passiert. So, hier, friss das. Da kommt ein Hase. Warum ist da hinten schon wieder was geschlachtet worden? Wer war? Welches Schaufel ist das da hinten? Ich habe Münzen ausgegraben. Ach, ich bin reich. Was hat denn dieses Sweetle? Warum kriegt das so rum? Ich weiß das nicht. Neues Baby. Ich bin reich. Friss. Friss doch. Ich habe eine Münze gefunden. Ja, die buddel ich gerade aus. Die soll nur eine volle Süßigkeitenanzeige haben. Das ist doch nicht so schwer. Wer, die Würmer? Ja. Dann gib ihnen halt Sachen. Ja, die wollen das nicht fressen. Die wissen, dass das Papi oder Mami war oder ihr Sohn. Ja, also das eine Ding geht jetzt erstmal schlafen. Oh, nö. Ja, das andere geht jetzt auch gerade hin, glaube ich. Stirb, Löwenzahn. Stirb. Tja, nee. Wenn das ein Würmel 9 hier in Kokon rumliegt. Der Löwenzahn ist tot. Sehr gut. Ich schlachte das Sweetle. Er hat sich neu gepflanzt. Was? Der Löwenzahn hat sich neu gepflanzt. Ernsthaft? Ja. Niemals. So, jetzt ist er, glaube ich, tot. Ja, jetzt ist er. Ich glaube, hier ist nochmal so ein Löwenzahn-Ding. Aber gut. So. Und das ist auch noch Löwenzahn. So, ich habe jetzt hier unseren Zwiedel geschlachtet. Für die Würmer. Kann nicht so schwer sein.
Kann ich euch als Würmer eigentlich irgendwie wecken? Kriege ich euch hier raus? Ich kann auszoomen. Auszoomen? Ja. Also zoomen. Mit den Triggern. Wahnsinn. Oh! Hallo? Wusste ich nicht. Wusste nicht, dass man rauszoomen kann? Nein, ich hab vorhin gefragt, du hast gesagt, das geht nicht. Was? Du hast nichts gefragt. Du kannst deinen Garten verlassen und mit Objekten außerhalb interagieren. Besuch die Säure-Säule. Tschüss, DLC werden. Ja, da kommt bestimmt gerade einer rein, aber der kann ja eh nichts. Ja. Level 75. Was zum? Get a life! Die sind alle so niedlich, die Pinatas. Oh, Pinatas ist niedlich. Oh. Da fuchst du gleich den nächstbesten Hasen. Da kommt wieder so eine doofe Schnecke. Töte sie. Ich bin dabei, Meister. Pieksen. Nein, nicht pieksen, töten. Ah, geht klar. Mobbingkreis, Mobbingkreis. Yeah. Das ist eigentlich total fies, das Spiel. Ja. Okay, also, kann ich mir bitte kurz neue Pflanzen anpflanzen? Wo denn? Der einzige Ort, wo noch kein Wasser ist. Da. Die sind nämlich alle gerade sehr unglücklich hier. Das ist auch zu klein. Das ist auch, ich würde mir auch total beschissen vorkommen. Weißt du, am Anfang warst du hier alleine und jetzt ist hier totaler Stress. Diese scheiß Würmer sollen endlich wach werden. Halt die Fresse. Hat der gerade mit uns geredet? Ja, der hat Hallo gesagt. Nicht Halo, hallo! Rauswerfen, du Arschgesicht! So. So eine Frechheit ist das. So. Da sind die Wurmels wieder und die wollen schon wieder Liebe machen. Da habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Die sollen essen. Lieben. Nein, nicht lieben. Essen. Friss das. Friss das. Friss. Du blödes. Ich bring dich um. Friss das. Guck mal hier, ihr könnt euch lieb haben. Halt die Klappe. Zeigt euch, wie das geht. Der mag den Bonbon nicht, weil er vergiftet ist. Ja, das ist verständlich. Wo kriegen wir denn was her, was die mögen? Das ist doch nö. Aus dem Shop? Aus dem Shop, sogenannte Glücksbonbons. Glücksbonbons, okay. Du meinst im Dorf und dann im. Im obersten Laden, ne? Ja. Also, ein Schmetterling mag es gar nicht, wenn er nass wird, da. Haut gleich ab. Oh, wenn das nicht der neue Gärtner in der Stadt ist. Oh, ich habe ein Minispiel. Oh yeah. Was hast du gemacht? Sex. Sehr schön. Heute sein? Du kannst etwas markieren und auswählen. Und dann wie zum Teufel funktioniert. Liebesbonbon, Glücksbonbon. Ich will ein Glücksbonbon. Was ist denn der blaue Bösewicht? Oh, der verfolgt mich. Auf Gold. Wir haben kein Geld mehr. Warum haben wir kein Geld mehr? Wer hat so viel Kohle ausgegeben? Das ist du hast, jeder hat sein eigenes Geld. Wo ist mein Geld hin? Weiß es nicht. Ich habe nur. Die beiden Häuser. Von denen ich eins kaputt gemacht habe. Du. Verkauf ich halt was. Okay, so verkauf nicht mein Haus. Verkauf Wirbels. Nein! Das sind nichts wert. Und außerdem wird das. 161 gibt's. Das, was du verkaufst. So, siehst du, das eine, was gerade Liebe machen wollte, habe ich verkauft. Aber ich war in einem Minispiel. Ja, ich hab's verkauft. Du hast vor allem das Glücklichste von allen verkauft. Entschuldigung. Was hast du gerade gesagt? Kann bitte wiederhole dich. Ich hab gesagt, du hast das Glücklichste von allen verkauft. Nein, nein, da war noch was hinten dran. Oder hat Christian das gerade gesagt? Was war Christian? Ich sei kontraproduktiv. Ja. Okay, das gilt. Aber hätte Kai das gesagt, hätte ich jetzt gemacht. So. Gib dich ab. Kai, hör auf, unseren Garten in Wasser zu verwandeln. So viel zu dem Thema, ne? Oh mein Gott. Wir werden nie Level 10. Wir müssen das Spiel für immer spielen. Echt, ey? Ich will doch nur Level 10 werden. Ernsthaft? Ja. Okay. Der Wurmel frisst jetzt diesen Superbonbon. Wenn der nicht glücklich ist, wer? Oh, davon muss ich aber ganz schön viele kaufen, ne? Vielleicht. Ja, ich merke das schon. Die Glücksbonbons hätte ich auch gekauft. Die zwei, die für 200 noch mal. So? Ja, habe ich gemacht. Echt? Mhm, da brachte so ein Viertel. Gute, ich hole mir auch zwei. Übrigens, welchen hast du denn genommen? Nicht den Liebesbonbon, den anderen halt. Nein, welchen Wurmel? Der hinten bei der Wasserstelle, also Wurmel 9. Mit LBRB kannst du ja durchschalten.
Der Wormel 5 ist schon zu dreiviertel voll. Der 9 jetzt rechts. Auch. Pass mal auf, ich setz besser an den hier oben rechts mal 2 Bonbons hin. Okay, ich führe ihn hin. Fass die Scheiße. Hey, hier ist ein Löwenzahn. Hab ich auch zu sehen gepflanzt, aber ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Stirb, Löwenzahn. Stirb. Aber hat ganz schön viel Geld gekostet. Der Löwenzahn? Ja. Keine Ahnung, was man damit dann macht, wenn er tot ist. Stirb. Da, er pflanzt sich neu. Dieses Mistviech, ne? Unkraut. Okay, es ist gleich fertig. Jetzt muss nur noch den letzten Bonbon essen, dann ist es fertig. Geh weg, du Maus. Du dreckige Maus. Du dreckige Maus. Ich bring dich um. Kai, hast du noch einen Bonbon? Ich schlag jetzt erstmal die Maus hier tot. Nein, die können wir verkaufen. Die können wir doch verkaufen. Die können wir doch verkaufen. Oh Mann. Hat sie ihre Lektion gelernt? Das hat sie nicht, sie ist ja tot. Und jetzt ist sie auf, das in Wasser zu verwandeln. Oh, das war keine Absicht an der Stelle. Ja. Und jetzt ist der Fuchs auch noch die ganze Scheiße auf. Oh, ich hol noch mal einen Bonbon. Du musst mir mal kurz raussuchen, wo Maus 9, Wurm 9 ist. So, oder der, fertig, der Glückliche. Ich hol ein Glücksdingsbums. Ja, eine brauche ich noch, glaube ich. Wo ist denn der hin? Nein, nicht Liebe machen. Nicht Liebe machen. Das sind die machen Liebe. Oh. Weiß ich nicht, die Wurmels schon wieder. Hier sind noch mal 2 Bonbons. Das ist doch absolutes Chaos hier. Warum ist er krank? Ich hab schon den Arzt gerufen. Wormel 5 frisst. Brauchen noch einen. Hat der jetzt das eine gefressen oder nicht? Nee, die haben sich's aufgeteilt, dummerweise. Ich krieg zu viel. Kai, hast du noch Geld für einen Bonbon? Hier liegt doch ein Bonbon, du Witzbold. Nein, den wollen sie nicht. Guck ihn doch an, der läuft da hin und sagt, nee. Aber das ist. Fällt mir nicht, was trampelt hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Ich hab so Erschütterungen gehabt. Warum stirbt da hinten jemand? Hier sind ganz viele Piñatas. Hier kommt eine Ente. Quack, quack. Was will sie denn? Ich krieg zu viel. Was wir. Hat ein Stück Brot. Ich kauf mal kurz Brot. Nein, kann man Laden nicht rein. Ich verkauf jetzt erstmal hier was. So, wen können wir dann verkaufen? Irgendwie mit der nur Stress machen. Ein Piñata kämpft jetzt auf Bronzestufe. Kai Junior ist jetzt auf Bronzestufe und ist jetzt viel stärker. Da habt ihr das gehört. Kai Junior vor allem. Kai Junior ist der Größte. Der größte Inzest, der hat. Das ist er. So, ich muss ganz kurz hier mal gucken. So, kaufen. Bonbon. Nein, ich mach nur den Glücksbonbon und wehe, mir kommt gleich wieder so eine beschissene Maus. Wo ist unser Wormel da hinten? Töten sie sich gerade alle wieder? Nee, da ist wieder so eine doofe Schnecke. Wo ist so eine Schnecke? Es ist fertig, wir können es nach China bringen. Oh, danke. Ich gehe in der Zeit die Schnecke verprügeln. Mach das. Ja. Oh, wir haben. Ja, aber wir haben keine Wurmels mehr, muss ich jetzt sagen. Kaum EP gebracht. Ich möchte nicht bis Level 10 spielen. Warte mal ab, das ist doch gleich erst fertig. Ach so. Kommt doch, ich dachte, das wäre schon das. Nein, jetzt. Mensch, du. Löwenzahn. Gleich auch noch draufhauen. Level 9. Guck mal. Noch 2 Stufen, dann wird der Garten größer, stand da gerade. Was? Stufe 9. Ja. Du hast Level 10 gesagt. Ich meine auch vorher Level 10 gelesen zu haben, aber jetzt will er auf einmal Level 11. Du dreckiger Lügner. Du Schuft. Du böser Mensch. Auszeit. Jetzt heul mich immer rum. Echt, ey. So. Guck da, mach dir doch einfach mal alle Rechte geben. Der soll uns mal Geld schenken. So, mal hier. Trickstock freigeschaltet. Was? Digga, du musst die Herausforderung freischalten. Ja, hab ich doch. Wir sollen einen Sparrow Mint abgeben.
Was? Die Vögel? Ja. Ja, die Vögel. Hier ist einer, der ist vergiftet. Ich piek's den mal. Nein! Ich hab doch schon den Arzt gerufen. Ach, der andere ist auch vergiftet. Wir haben uns auch nie um die gekümmert, oder? Die krepieren hier alle einer nach dem anderen. Mach einen Trick. Mach einen Trick, Viech. Ja, jetzt ist es pissig. Mach doch mal weiter. Du kannst du Pinatas und das Grundstücke bei, wenn du öfter mal Meadowgrass zu erfahren. Mein Tipp, füttere ein mit einem Gänseblumensamen damit. Ja, wenn du sie schlägst, machen die bestimmt nichts. Mach einen Trick. Mach einen Trick. Oh, jetzt ist der auch wütend. Alter, das ist unglaublich. Kein Wunder, dass wir hier 1000 Bonbons gebraucht haben. Guck mal, der Arzt kommt durchs Wasser. Du machst hier eine Runde Diddy Kong Racing anscheinend. Ja, die töten sich ja gerade. Was ist hier eigentlich los? Wir haben überhaupt gar keine Piñatas mehr, die sterben gerade alle. Ja. Information. Oh, wir haben ein Problem, wir brauchen das. Wir brauchen weniger Wasser, damit wir mehr Piñatas haben können. Los, das schon noch. Wo ist eigentlich der Level 35er Cursor? Welcher von unseren ist das? Keine Ahnung. Ist das der blaue hier links? Nee, ich glaube dieser gelb. Der gelbe. Welcher ist der blaue hier ganz links? Das kann auch sein. Ist das einer von uns? Der hier? Was? Das bin ich, ja. Der macht... Oh, Christian. Nein! Lass es, Kai. Oh Gott! Länger den Scheiß doch nicht. Nein, mein Teich. Piñata geht jetzt auf Bronze-Stufe. Welcher denn? Weißt du, wenn der Typ Level 35 oder 71 oder was auch immer ist, dann muss ich doch den Garten angucken und sagen, mit der Scheiße spiele ich nicht mit und geht wieder weg oder so. Wahrscheinlich sogar. Mein Teich. Leck mich! Siehst du, Spiel hat Garten verlassen. Mein Teich. Du kannst einen Teich machen, sobald wir Level 11 sind. Dann hast du so viel Teich, wie du willst, Kai. Kannst du ganz sehr Teich schön. Machen. Aber jetzt will ich gerne ein paar Piñatas haben, damit ich dieses Scheißspiel irgendwann beenden kann. Oh mein Gott, warum? Kai Junior ist krank. Warum ist Kai Junior krank? Das weiß ich doch nicht. Die sind da alle krank. Du bist krank. Was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe? Ein Vogel glücklich machen. Sparrow Mint. Ja. Wenn du so unbedingt mit dem Fachbegriff haben willst. Wofür brauchen wir dann eigentlich keinen Teich mehr? Es geht vielleicht nur gerade ums Prinzip, ich weiß das nicht. Wenn wir. Wir haben nicht mal mehr Geld, um Kai Junior zu heilen. Ich hab schon einen Arzt gerufen. Du hast kein Geld mehr. Kai Junior sieht echt nicht gut aus. Der stinkt auch. So, wie geht's denn bei den Sparrowmans? Was? Oh Gott, Kai, warum hast du überall Wasser hingemacht? Hat denn jemand noch Geld irgendwie für ein paar Bonbons? Ja. Null Bonbons und lass Experiments die fressen. Ich mach gerade den Garten wieder heil. Bau erstmal so ein Sparrowmint Haus. Auch eine Idee. Da ist ein Vogel, der brennt. Was? Der Vogel brennt. Der immer wieder in die Fackel reinfliegt. Gott! Er brennt! Ja. So, Nico braucht also Bonbons. Nico? Einer der Sparrowmans heißt Nico? Nein. Nee, die sind aber alle wahnsinnig unglücklich. Ja. Oh Gott. Vielleicht, weil du sie immer Pi sagst. Mit den Vögeln habe ich nichts gemacht. Das war mir schon klar. Süßigkeit, Süßigkeit. Wo ist eigentlich der Bauheini? Kommt gerade. Wo denn? Hinten die Treppe runter. Wo ist wo soll das denn hin? Wo hast du hier eine Treppe gesehen? Ja, er kommt gerade. Da ist er, ich hänge auf ihm. So. So, fressen Sie sich dann. Ich schalte mich aber gerade mal für eine Minute aus, ich bin mal kurz auf Klo. Mach das. Das ist schon kotzen. Nimm mein Sparrow mit. Mann. Dieser Kerl, da haben wir ein paar Bonbons verteilt, so.
Ja, ich fühle ihn gerade hin und lass sie fressen. Ja, viel Glück dabei. So. Ein Pinata ist krank. Ja, ich habe kein Geld zum Malen. Wo hast du die anderen Bonbons hingelegt? Überall. Der Vogel stirbt hier übrigens gerade. Ist mir egal. Ja, Kai ist auf dem einen Vogel drauf. Oh Mann. Ja, egal. Bonbon ist eh weg. Ich würde mal sagen, wir verkaufen einfach ein paar Pinatas, um die Kontrolle reinzukriegen. Zum Beispiel den einen kranken Kai Junior. Ja, den habe ich schon, der. Achso, Kai Junior auch noch. Kein Geld, keinem. Der Garten ist uns hier komplett außer Kontrolle gelaufen. Ja. Yep. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. So, was das ist hier für ein Gebäude? Experiment. Das sieht doch alles total scheiße aus. Wenn man sich das mal von ein wenig weiter hinten betrachtet. Ja. Man sieht, dass da kein System bestand. Das Schönste ist der Hintergrund. Ja, der hässlichste Garten aller Zeiten. So nenne ich diese Videoserie. Ja, der hässliche Garten. Hässlich. Ich bin so hässlich. Oh Gott, ist das teuer. Ja. Alle wollen aber Disco schlafen. Disco, Disco. Sie werden auch nicht glücklicher. Willst du gerade den Vogel verkaufen? Den einen. Hm. Da scheint sich irgendwie dagegen zu wehren. So. Tschüss. Bist du wieder allein, Sparrowmint? So. Ich habe 1100, da werde ich jetzt ja wohl mit. Wozu sind Schokomünzen gut, wenn nicht zum Ausgeben? An deiner Stelle würde ich das hier tun. Eine sehr gute Wahl. So, wo bist du, Scheißvogel? Wenn irgendjemand jetzt diesen Samen wegfrisst, ich bring ihn um. Also ein Vogel pennt hier. Wo ist er? Ja, unten beim Lager. Ah, okay, da ist er. Okay, pass auf. Hier. Hast du ihn markiert? Ja. Hier. Was ist den Scheiß? Oh Gott, sie kommen! Nein! Sie kommen! Er ist schon. So, wie viel braucht er davon, circa? Einige. Ach, bestimmt noch zwei, okay. Kaufe ich wieder ein. Gleich kommt kein mit der Schaufel, dann brauchen wir noch mehr. Ja, ich merke das schon wieder. Piekt. Boah. Guten Tag, hereinspazier. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Vergiss nicht, dass es einen Mengenrabatt gibt. Einfach nur alle Scheiße unglücklich hier. Das ist der Frosch will einen Taffli fressen, warum man Taffli isst. Schnell! Was? Experiment. Sehr gut. Kann ich wegschicken. Oh nein, er hat den weiteren gefressen. Das war nicht nötig, du Arsch. Weg mit dir! Pinata an Frankreich geschickt. Na, viel Erfolg. Die ist keine Verbesserung, wow. Ich habe noch kein einziges Achievement bekommen, ne? Nö. Wir müssen so viel falsch gemacht haben. Was bist du denn? Ich bin nicht online gekommen. Hallo Gärtner! Kannst du eine Oh Gott, Schnecke! Ich weiß, ich bin klar. Dieses Art-Design ist teilweise wirklich komisch. Kai ist wieder da, ich hab ihn gehört. Ja, ich habe auch das Planken gehört. Mir reicht. Kai, warte, wir sind gleich fertig. Wir brauchen nur noch einen Level. Wir sind schon Stufe 10, wir müssen nur noch eine machen. Jetzt halt die Klappe, Mann. Weißt du, was wir immer alles für dich machen müssen? Jetzt kannst du noch den Garten größer machen. Wir haben noch eine Aufgabe. Die letzte. Halt durch, Mann. Was ist das denn für eine Aufgabe? Ja, ich muss sie gerade annehmen. Kai, easy, Mann. Okay, das war's. Wir sollen einen Mausmallow glücklich machen. Na komm, dann leg mal los. Haben wir eigentlich noch einen Mausmallow?
Okay, was muss man machen, um die anzulocken? Das ist die schlimmste Sonderserie, die wir jemals gemacht haben. Ich bin die Jägerin. Die wird bestimmt eine riesige. Ich habe Angst davor, wenn die Leute es mögen, Christian. Ja. Das müsste nämlich heißen, wir müssen weitermachen. Für Marshmallow benötigen wir Wehwasser. Eine Steckgrube im Garten. Gut, machen wir eine Steckgrube. Irgendwie schaffbar sein. Samenbeutel, ich guck mal. Was mir am meisten in diesem Spiel ankostet, sind diese langsamen Menüs. Die sind so langsam. Distelsamen, Löwenzahn, Möhrensamen. Hast du Steckrüben? Ja. Alle haben Steckrüben, nur du. Ja, ich bin bestimmt falsch rumgelaufen. So, egal. Aber wie viel Müll hier rum. Mach das mal hier währenddessen mal ein wenig hübscher noch mit Grassamen, während ihr da euch um das wichtige Zeug kümmert. Was muss ich jetzt mit denen machen? Gießen. Gefühlvoll gießen. So. Und jetzt warten, bis sie fertig ist. Oh, dieses Spiel, ne? Ey. Wer hat mir das empfohlen? Wer wollte das aber keine 3 Stunden am Stück spielen? Kai, jetzt musst du durchhalten. Lieber 3 Stunden am Stück als 3 Tage eine Stunde. Ich hasse dich. Da lacht er nur. Das ist seine Antwort. So, hier sind Steckrüben. Hey, sie sind fertig. Und wo ist das Maus? Maus. Komm schon, Maus. Oh Gott. Aber immerhin, dann können wir wahrscheinlich die Maus mit Steckrüben füttern und dann wird sie schnell glücklich. Ja. Vielleicht ist das auch die richtige Taktik, anstatt immer scheiß Bonbons zu kaufen. Süßigkeiten! Hat uns der Ofen eigentlich mal irgendwas gebracht? Weiß ich nicht. Kai hat mich damit bestimmt 5 Minuten terrorisiert. Das war der Highlight dieser Serie. Das war sein Highlight, ja. Kauf mal die ganzen Distelsamen. Maus, wenn die kommt noch am Tag. Ich hab keinen. Reicht. Kai, die Maus. Reicht. Jetzt halt durch. Reicht. Das sind nur noch circa ein paar Minuten. Da hat er den Garten verlassen. Dieser Sack. Lässt doch was hier stehen. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal so stehen und fragen wir halt die Leute, die das irgendwie sich angetan haben bis jetzt, ob sie noch wollen, dass wir den Garten vergrößern. Dann kann sich keiner mich nicht wehren. Ich glaube, die Leute sind auf Kais Seite. Ich bin gespannt. Gut. Herzlichen Dank für die Qual, die ihr euch angetan habt. Tschüss.